David Goggins ist einer der diszipliniertesten und extremsten Menschen auf unserem Planeten. Nicht ohne Grund wird er nämlich als Toughest Man on Earth bezeichnet. Seine Vergangenheit vom Kind bis zum Kammerjäger war nur so von Traumata geprägt. Doch er hat die Kurve gekriegt. Er wurde Navy SEAL und hat die Qualifikation, also die Hell Week, sogar ganze dreimal freiwillig gemeistert. Dazu ist er noch Ultramarathonläufer, Bestseller-Autor und hat den Weltrekord für die meisten Klimmzüge in 24 Stunden. Wir halten fest, der Typ ist also nicht normal. Genauso wie seine Tagesroutine. Und diese werde ich heute versuchen nachzumachen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard, ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Noch ganz kurz, an dem Tag, wo ich das gemacht habe, bin ich um 12 Uhr aufgestanden. Ja, ich weiß, David Goggins steht meistens um 4.30 Uhr bis 5.30 Uhr auf, aber in dem Video geht es vielmehr um das Trainingsvolumen und nicht um welche Uhrzeit er das macht. Wir haben nämlich eine Menge zu tun, das Ganze nämlich nicht genug regeneriert zu machen, wäre noch ein größerer Horror, als es ohnehin schon war. Das erste, was David Goggins nämlich nach dem Aufstehen tut, ist laufen zu gehen. Der Grund dafür ist ganz einfach, das ist das, was er am meisten hasst, und wenn er schon mal die größte Challenge am Tag ganz am Anfang erledigt hat, sind alle anderen Challenges schon gar nicht mehr so schwer. Es handelt sich aber nicht um einen einfachen Lauf von 5 bis 10 Kilometern, nein, David Goggins steht jeden Tag auf und läuft mindestens 7 bis 13 Meilen. Und 13 Meilen sind fast ein Halbmarathon. Und weil ich keine Pussy sein will, will ich das Ganze unvorbereitet probieren. Ich habe echt keinen Bock, ich bin wirklich gerade eben aufgestanden. Aber das ist eben das Ding, man muss Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, um über sich hinauszuwachsen. Let's go! Der erste Kilometer ist um. Das Ding ist, ich habe das Ganze ohne Musik, weil David Goggins sagt, what the f*** did you do when the headphones come off, bro? It's you in your own mind. Das ist heute so ein Selbstexperiment auch für mich, ein bisschen Zeit mit meinen eigenen Gedanken zu verbringen, sich nicht immer von der Seite bespielen zu lassen und so. Ich laufe sonst nie, ich mache das Ganze unvorbereitet. Ich bin gespannt, wie lange ich brauche. Mein Ziel ist es ja gar nicht, so eine krasse Zeit jetzt zu haben, sondern einfach nur die 21 Kilometer am Stück durchzulaufen. Langsam kommt man rein. Wisst, die Anfangszeit ist immer schwer, aber wenn man schon ein bisschen drin ist. Es tut weh natürlich, die Waden krampfen ein bisschen. Tut ein bisschen Beinmuskelkater vom Training, aber ist alles im Ausreden. Das Krasse ist, wenn du ohne Musik läufst, dann kommen diese leisen Stimmen in deinem Kopf, diese Ausreden. Und genau diese Ausreden können natürlich auch der Grund sein, aufzugeben. Doch dann erinnerte ich mich an die Worte von David Goggins. Is it too cold where you live? Is it too hot where you live? Does it rain too fucking much? Now it's time for some real fucking talk. If you're allowing people and things and situations to own space in your fucking head, you're losing. Life's one big fucking head game. You play with yourself. If you lose, it's because you allow life to get in your fucking head. Stay hard. Den Muskel, den wir am meisten trainieren, sind nicht die Beine oder ist nicht unsere Kondition, sondern das ist hier dein Mindset mit diesem Lauf. Das ist Kopfsache. Kilometer 7 ist angebrochen, wir haben jetzt ein Drittel geschafft. Noch ein bisschen, wir haben ein bisschen Zeit, dann haben wir schon zwei Drittel und dann sind wir schon am Ziel. Fokus und auf der geraden Zielstrecke zum Ziel, Junge. Wenn ich sowas mache, schiebe ich mir immer die extremen Filme. Ich habe mich einfach irgendwann gefühlt wie er, Real Talk, und das war geil. Die Hälfte der Strecke ist jetzt um. Langsam bin ich so richtig in so einem Tunnelblick. Wow, Digga, das ist geil. Das wird jetzt weiter durchgezogen. Ein Drittel erst, danach eine Hälfte, zwei Drittel, dann sind wir am Ziel. Ich habe richtig Bock jetzt auf den Tag. Doch genauso schnell wie die Ups kamen auch die Downs und die Stimmen wurden lauter. You had nobody anyway, motherfucker. Look around you. There was no fucking team. It was you. Jetzt bei 14,5 Kilometern. Langsam werden die Beine schwer. Langsam werden die Arme schwer, langsam wird alles schwer. Also sind jetzt noch die letzten paar Meter. Wir ziehen durch, ganz einfach. I've trained 99% of my life alone. No one pat me on the back. I did all of the work alone. Noch knapp 1,5 Kilometer, Freunde. Dann haben wir es geschafft. Also langsam, ich merke, ich werde richtig langsamer, wird immer schwerer. Aber einfach ausschalten und durchlaufen. 1,5 Kilometer, nix im Vergleich zu dem Rest, was wir gelaufen sind. Wir haben es geschafft. Halbmarathon unvorbereitet. Knapp 2,5 Stunden. Ist jetzt keine Bestleistung, aber ey, ich bin stolz auf mich. Geil, jetzt geht's nach Hause, kurz was essen und dann geht's weiter. Denn das war erst das Aufwärmprogramm vom eigentlichen Tag, Mann. Junge, das war ja alles Fasten. Nichts vorher gegessen, nicht mal eine Banane. Komplett nur 400, 500 Milliliter vorher getrunken. Und das ist, ich habe komplett Durst. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett dehydriert. Meine Lippen sind komplett trocken. Jetzt ist dieses Gefühl wie damals. Nach dem Fußballspielen draußen, wenn man so als Kind nach Hause kommt, übel Durst hat und dann so zum Waschbecken läuft und dann direkt so tsch, guck, guck, ihr wisst, was ich meine. Ich bin am Arsch, ich dusche mich und dann gibt's die erste Mahlzeit. Auf dem Weg von der Dusche zurück in die Küche hat jeder Schritt extrem wehgetan. Meine Waden waren komplett verkrampft. Aber du weißt natürlich, wie das ist. No pain, no gain. Also wurde sich das Porridge so schnell wie möglich gezaubert. Fertig ist das Ding, willkommen zur ersten Mahlzeit. Wir haben hier ein bisschen Oatmeal, ganz einfach. Mit bisschen Früchten und bisschen Whey. So wie er sagt, super einfaches Meal, sehr zeiteffizient und erfüllt seinen Zweck. Ich benutze immer das Impact Whey von MyProtein, schon fast seitdem ich angefangen habe mit Fitness. Weil das ist einfach super günstig, ist einfach eine riesen Firma. So, die können sich das erlauben. Die sparen bei der Verpackung. Manche
Geschmäcker schmecken auch echt extrem geil. Wie zum Beispiel hier Cookies and Cream, wieder neu entdeckt, super geiler Geschmack. Neben dabei noch Cereal Milk und weiße Schokolade, sehr, sehr heftig. Gerade sehr, sehr günstig, du kannst Kilo für knapp 18 Euro sogar schießen. Checkt ab, auch bei Instagram bei mir, da halte ich euch immer auf den laufenden wegen den Rabatt. Dazu hier auch noch von MyProtein, habe ich noch Peanut Butter drüber gemacht. Aus 100% Erdnüssen, also reines Produkt ohne Palmöl und sowas, ohne irgendwelche unnötigen Zusatzstoffe. Schmeckt sehr geil, hat auch so ein bisschen Röstaroma. Ich freue mich extrem, diese Mahlzeit jetzt wegzumachen. Wenn. Das ist einfach dieses, wenn du weißt, du hast dir diese Mahlzeit verdient. Es macht den Geschmacksmultiplikator mal 1000. Wirklich. Heftig. Die Mahlzeit habe ich verputzt, auch gar nichts nebenbei geschaut, kein YouTube, nicht am Handy gewesen, keine Musik gehört, einfach nur allein gewesen mit der Mahlzeit und mit den Gedanken. Viel zu selten macht man das eigentlich. Heutzutage immer, wenn man was isst, nein, man guckt sich irgendwas an, mache ich ja auch, ich judge ja nicht, mache ich ja auch, aber manchmal ist es auch mal besser so, mit seinen Gedanken allein zu sein und sich nicht immer nur von außen so bespielen zu lassen. Diese 21 Kilometer ohne Musik, das ist schon krass, was dann im Kopf so abgeht und eine Stimme sagt dir so, ah, es tut weh, hör vielleicht auf und dann kommt so diese andere Stimme, so dieses Who's gonna carry the boats and the logs. Das bildet ja so eine Schutzschicht, weißt du, um dich herum. Das Selbstbewusstsein, das ist ja quasi so, das erarbeitest du dir Tag für Tag. Oder das hängt ja, dein Selbstbewusstsein hängt ja von jedem Tag ab und es kann sich rasant ändern. Einen Tag ziehst du alles durch, dein Selbstbewusstsein ist hier oben. Einen Tag bist du richtig faul, machst gar nichts, dann ist dein Selbstwertgefühl hier unten. Desto öfter du es dir quasi beweist, zack, das habe ich geschafft. Das habe ich geschafft. So hast du es dir erarbeitet. Dein Gefühl, dass du weißt, wer du bist und dass du auch stolz auf dich sein kannst. Ja? Und das hat nichts mit eingebildet sein zu tun, sondern einfach, dass du es dir selbst erarbeitet hast. Und deswegen macht man das hier auch. No pain, no gain. Unterschätzt niemals das, was du kannst. Ganz kurz zum Gefühl nach dem Essen. Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht träge. Es ist krass, das zu beschreiben. Im Kopf und im Geist bin ich komplett wach. Ich bin komplett fokussiert, aber vom Körper her bin ich komplett kaputt. Meine Waden, die machen zu, also ich gehe wie so ein Roboter, weil es tut weh, so die Zehenspitze so anzuheben. Aber es nützt alles nichts, das war nur ein Teil von der ganzen Routine. Es geht nämlich jetzt gleich ins Gym. Kollege kommt gleich, holt mich ab und dann fetzen wir zusammen ins Gym und ziehen das Training weiter durch, wie David Goggins es macht. So, wir sind jetzt im Gym angekommen, auf Loki unterwegs. Jetzt eine Stunde ab jetzt machen wir David Goggins-Style Training. Let's go. Und David Goggins-Style Training bedeutet vor allem eins, ordentlich zu brettern. Völlig egal, ob Calisthenics, an Geräten, mit freien Gewichten, und das haben wir auch gemacht. 14, come on! 15, shut that muscle down! 16, come on! Get it! 17! They don't know me, son! Get it! 18! Kurzer Zwischenbericht. Man merkt das schon von den 21 Kilometern vom Halbmarathon. Energie ist schon wenig, also Pump ist auch nicht so stark da. Normal habe ich immer geistkrank Pump. Aber ja, das hat so viel Kalorien verbrannt. Aber wir ziehen trotzdem durch. 19! Son! Yeah! 20! You got some more! 21! Yeah! Get again! Ey, immer wenn ich diese Übung mache, diese Klimmzüge, da fühle ich mich wie Jason Statham in dem einen Film. Death Race, ich blende es dir ein. So, Mann, die eine Stunde Krafttraining ist durch. Jetzt geht's noch eine Stunde aufs Fahrrad, Mann. Ich habe gar keinen Bock, aber wir ziehen das Ganze durch. Auf jeden Fall, das ist zu viel Stress für den Körper, wenn man es nicht gewohnt ist, vor allem für mich. Aber für ihn ist das Daily Shit, Mann. Daily Shit. Wir ziehen jetzt durch, einfach beißen. Und ich freue mich schon, weil danach haben wir auch noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Ist noch nicht ganz vorbei, ja? Das Krasse ist, nach dem Lauf, beim Essen, beim Training, während des Radfahrens, war ich im Kopf wirklich komplett klar. Der Körper war kaputt, er war müde, aber ich war so fokussiert, das kann man fast gar nicht beschreiben. Und später kommt noch eine Sache, die den Fokus noch verstärken sollte. So, Mann, wir haben es geschafft, eine Stunde auf dem Fahrrad. Wir sind jetzt knapp 25 Kilometer gefahren, auf ganz entspannt. Wir müssen noch ein paar Sachen abhaken, damit wir auch einen Tag wie David Goggins verbracht haben. Zu Hause angekommen, habe ich extrem schnell damit begonnen, das nächste Meal zuzubereiten. Und jetzt ist das Ding auch schon fertig. Wir machen Taste-Test, Kartoffeln aus dem Airfryer. Was will man mehr, Freunde? Was will man mehr? Und jetzt fühlt sich das auch so an, als hätte man die Mahlzeit 1000% verdient. Zu 1000%. Das ist jetzt mal was Richtiges. Das Fleisch habe ich hier auch gut hinbekommen. Das Ganze wird sich jetzt reingehauen. Dann sehen wir uns bei den nächsten zwei Sachen. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen erledigt, ein bisschen gearbeitet. David Goggins macht das auch so. Das ist quasi seine Routine mit dem Sport, mit dem Laufen und sowas am Anfang. Dann tut er seinen Stuff erledigen. Er hat ja auch ein Buch geschrieben und so. Und ist Podcast-Sprecher, also er hat eine Menge zu tun, obwohl er eigentlich nicht arbeiten müsste. Also ein krankes, krankes Vorbild. Er wird wahrscheinlich auch in die menschliche Geschichte eingehen, so wie Achilles oder so. Weil das ist einfach so ein Charakter, der unterscheidet sich einfach immens von allen anderen. Sowas gibt's halt nicht. Das ist krass. Also meinen vollsten Respekt. Falls du das siehst, David Goggins, very good job. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, wo ich mich am meisten drauf gefreut habe. Erstmal 2 Stunden dehnen.
Denn David Goggins dehnt sich jeden Tag abends 2 Stunden lang. Ganz ehrlich, für uns Pumper, da würde ich wahrscheinlich für 98% reden, wenn ich sage, wir dehnen uns zu selten. Und deswegen heute Intensivkurs, wie alles heute intensiv war, intensiv dehnen, 2 Stunden. Zeitraffer ab dafür. Ich habe mir also bei YouTube ein Dehn-Tutorial ausgesucht und wirklich fast 2 Stunden das 1:1 nachgemacht. Und im Zeitraffer ist mir im Nachhinein einfach aufgefallen, dass das extrem lustig aussieht. Abschließend kann ich wirklich sagen, dass das verdammt gut getan hat und dass man das auf jeden Fall öfter machen sollte. Ich bin jetzt mit dem Dehnen durch. Ich habe nicht ganz 2 Stunden gemacht, ich habe 1,5 Stunden gemacht. Ich muss morgens früh raus und ich muss jetzt noch 1 Stunde meditieren, weil David Goggins das auch so macht. Sonst würde es einfach zu spät werden. Jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, warum macht man das überhaupt? Deswegen hier ein Crashkurs Meditieren. Beim Meditieren setzt du dich einfach hin und konzentrierst dich komplett auf das Ein- und Ausatmen. Dabei achtest du, dass du anderen Gedanken in deinem Kopf nicht hinterherläufst und strikt bei der Atmung bleibst. Meditieren kann nämlich unsere Stimmung anheben, verbessert unseren Umgang mit Gefühlen und erhöht gleichzeitig unsere Konzentrationsfähigkeit und hilft einfach dabei, klarer zu denken. Der Ausmaß ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist dennoch bemerkbar. Und 1 Stunde klingt lang, dachte ich mir auch, aber ich war so drin, dass ich irgendwann einfach meine Augen geöffnet habe und auf den Timer geschaut habe. Und dann waren einfach schon 40 Minuten um. Beim nächsten Mal Augen schließen und wieder öffnen, stand nur noch 1 Minute auf dem Timer. Also es war ein krasses Erlebnis, weil ich selber noch nie meditiert habe. Im Anschluss bin ich direkt schlafen gegangen. Ich melde mich jetzt nochmal 5 Tage nach der Challenge, um nochmal zu erzählen, was so mit meinem Körper passiert ist und wie ich mich gefühlt habe. Nach dem Meditieren war mein Kopf ja extrem klar, ich bin schlafen gegangen, aber weil ich so überbelastet war an dem Tag und vorher noch ein hohes Trainingsvolumen hatte, also die ganzen Tage davor, war mein zentrales Nervensystem eben schon ziemlich angeschlagen und es war verdammt schwer für mich einzuschlafen. Also ich lag noch ungefähr 3 Stunden im Bett, bis ich einschlafen konnte. Nicht genug regeneriert, morgens aufgewacht, konnte ich fast nicht gehen, weil meine Knie es so zugemacht haben, sie haben extrem weh getan. Und dazu noch bei meinem linken Fuß ist irgendwas mit dem Knochen. Da dachte ich, geht das vielleicht am 2. Tag weg, ist es nicht. Am 3. Tag ist es auch nicht weggegangen. Jetzt haben wir Freitag, knapp 5 Tage danach. Es tut immer noch weh. Kann sein, dass das ein Ermüdungsbruch ist. Ich muss auf jeden Fall die nächste Woche zum Arzt gehen. Ich bin stolz auf mich, wir haben das Ganze durchgezogen. Und Respekt an den Mann, wenn er das so in der Art oder ähnlich jeden Tag durchzieht. Ist einfach eine krasse Disziplin. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Like oder einen Kommentar freuen. Das würde diesem Kanal extrem helfen und den Algorithmus auf jeden Fall pushen. Und das Allerwichtigste, bleib stabil.